Meine Damen und Herren, wir sind super in der Zeit heute, weil wir haben auch schon Abende gehabt, da war es dann irgendwo 10:30. Wir haben gut Zeit. Ich habe gesehen, die Damen zücken die Stifte, notieren die Termine, also auch nochmal ein paar Termine jetzt zu dem, die genannt sind. Die nächste Montagsinfo hier gibt es am 20. April. Dann am 12. März nochmal der Hinweis, Axel Burkhardt in Bad Reichenhall. Am 30. März bin ich bei der Manuela beim Freundeskreis. 18. April das Salzburger Treffen von den ganzen NGOs bezüglich TTIP. Bitte? Ja? Also das nochmal Klarstellung, am 18. April ist ein großer globaler Aktionstag gegen die Handelsabkommen TTIP, CETA und TISA. Das wird kein Treffen von NGOs, sondern das sind große Demos, da sollen alle dabei sein. In Salzburg fängt die Demo um 14 Uhr an im Unipark Nonntal. Also wirklich kommen und kommt mit Schüdeln, Transparente, Lärm machen, laut sein, präsent sein. Wir haben gute Chancen, diese Abkommen zu kippen und wir haben die Macht dazu und sie sind schon sehr im Wanken, also kommen. Ja, also man darf ruhig merken, dass wir nicht mit allem mehr einverstanden sind. Ich für meinen Teil habe es sogar jetzt so weit gemacht, dass ich sage, ich frage gar niemanden mehr. Ich tue es einfach und wenn sich keiner beschwert, ist es beschlossen. Und wenn sich jemand beschwert, lerne ich ihm was dazu. Wir sind ja füreinander da und das ist ganz wichtig, dass wir das so machen. Ist denn jetzt zu den Sprecherinnen oder zur Sprecherin und den Sprechern heute sind Fragen da? Der Roman Padivi hat leider fahren müssen, weil der letzte Zug jetzt dann um 10 wieder Richtung Wien fährt. Also alles, was Creality betrifft, können wir da jetzt nur bedingt beantworten, aber gibt es Fragen zum Thema der Mensch als Seelenträger oder zum Thema menschenwürdige Bildung? Wir haben ja gerade jetzt noch mal kurz ein bisschen beraten, ob wir den Bildungsweg nicht noch ein bisschen ausweiten, weil einfach auch über die Natur, da sind wir wieder beim Rudolf Steiner, der sich ja viel mehr mit der Natur beschäftigt hat, wie jetzt die Frau Maria Montessori, die hat sich mehr mit den Figuren und mit dem Spielerischen beschäftigt und ist ja ganz interessant, das was der Axel Burkhardt angesprochen hat, ich beschäftige mich ja mit der Ahnenlehre und von den alten Vedisten her oder vom Vedismus her, da braucht die Seele bis zu 5x7 Jahre, bis sie hier ist. Und das sind genau diese Jahrsiebte, in denen diese Zyklen laufen, mit denen sich ja auch der Steiner Rudi Gott beschäftigt hat. Fragen von Ihrer Seite? Ja, Moment. Das ist mehr eine spielerische Frage. Nebenan ist das Lehrerstübel. Das ist so. Nebenan, Lehrerstübel. Wisst ihr das? Sind da Lehrer drinnen? Nebenan ist Lehrerstübel und vielleicht ist es leer. Mir ist nur aufgefallen beim Rausgehen aufs WC, Lehrerstübel steht nebenan. Das ist interessant. Das ist keine Frage, das ist nur so. Okay, danke. Ja, aber überfallen tun wir es nicht. Ich meine, die Lehrer sind ja auch, das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn wir aufhören, Feindbilder zu produzieren, die Buddhisten haben ja da einen recht schönen Spruch, der heißt, jeder Mensch ist entweder dein Freund oder dein Lehrer, dann gibt's keine Feindbilder mehr, außer man macht sie Lehrer zu Feinden. Es ist wirklich ein sehr interessanter Spruch, wenn man den beherzt, nicht nur behirnt. Jeder Mensch ist entweder dein Freund oder dein Lehrer. Dann könnt's morgen im Einkaufszentrum Lehrer so hergehen.
vielleicht ist zwischendrin ein Freund dabei, ist doch ganz nett. Aber man muss sich nicht mehr vor Feinden schützen. Das ist eine ganz interessante Betrachtungsweise. Und in der Betrachtung ist auch die Achtung drin. Es sind noch Fragen da. Wehe, wir sammeln jetzt dann grüne Zettel ein und da stehen Fragen drauf, die nicht gestellt wurden. Ja? Ja, die Spenden, also wo die Spendenbox, ja, das ist natürlich sehr schön, dass du darauf hinweist. Also Gaben, ja, Eingaben, Angaben, Dreingaben, Hingaben, Ausgaben, aber nicht mehr so viele Aufgaben. Wenn wir mit unseren Begabungen uns mehr hingeben, dann bleibt für uns alle mehr übrig. Ja, wenn da sonst nichts mehr da ist, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, bei euch zusammen fürs Kommen, fürs Dabeisein, für die Präsenz der Einheitskompetenz. Und mehrheitsfähig, glaube ich, braucht man gar nicht werden, weil wenn jeder Mensch ein individuelles Geschöpf ist, ein Gott unter Göttinnen und Göttern, dann sollten wir uns einfach auch behandeln wie Götter. Und die Götter, die ganz oben, die haben sie nie weh da, auch nicht, wenn sie Krieg geführt haben. Ja, die Feldherren haben sie selber nicht weh da. Die haben also immer nur ihr Kampfvieh dahin geschickt. Und wenn wir uns selber als Gotteslichter, nicht als kleine Lamperl, sondern als große Leuchten sehen, Leuchttürme kämpfen übrigens auch nicht. Also habe ich noch nie gesehen, dass irgendwie Leuchttürme aufeinander zureiten und sich da, ich leuchte dich nieder, du Leuchte, du Armleuchter. Ja, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich am 20. April. So Gott will, sehen wir uns wieder hier bei der 9. Montagsinfo. Ich bin heute schon gefragt worden, ob wir das schon öfters machen und warum das nicht Demo heißt, weil wir gesagt haben, wir demonstrieren hier nichts, wir mahnen auch nicht mehr und wir warnen auch nicht mehr. Und mich hat jemand angeschrieben und gesagt, ich finde das so klasse, was ihr da in Salzburg macht, das funktioniert viel besser wie in Schleswig-Holstein bei unseren Mahnwachen. Weil eine Mahnwache klingt immer so, hab Acht da und warn. Ja. Die Warner Brothers sind in Amerika. Ja. Bei den Universal Studios gleich schräg gegenüber an die Warner Brothers. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr warnen, sondern wir sollten eher singen, zum Beispiel mit einer Freilass-Singerin. Und ja, wir freuen uns, wenn es wieder kommt. Behüte euch Gott oder an wen ihr auch immer glaubt. Gehabt euch wohl, herzlichen Dank und einen schönen Abend. Schönes Warm gemacht. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt, dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen, den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert, weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann?